Hallo? Ja, es geht. Ah, wunderbar. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landstalker. Let's planlos durchs Labyrinth irren, weil wir keine Ahnung haben, wo es eigentlich lang geht. Sollte die Folge heißen. Dann wär's ehrlich. Also ich gehe jetzt, glaube ich, ich gehe jetzt zurück nochmal ins Labyrinth. Hoffe ich, dass das, ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Da, wo wir hergekommen sind, weil ich vermute, dass dort, oh Gott, es ist echt so schlimm. Es ist so schlimm, wie gemein das Spiel ist. Weil da gab es noch ein paar Wege, die wir gehen könnten. Das gibt's doch nicht, Spiel, das gibt's doch nicht. Da war doch noch so eine riesige Eisfläche. Mit unseren Metallschuhen können wir jetzt nämlich nicht nur über Stacheln, sondern auch über die Eisflächen laufen. Vielleicht hilft das irgendwie. Schauen wir mal. Ich weiß nicht. Es gibt noch ein paar Wege in diesem Labyrinth. Also ich meine, das gehört ja auch schon zum Labyrinth. Aber ich meine richtig im Labyrinth, die wir noch nicht gegangen sind. Und das werde ich jetzt tun. Koste es, was es wolle. Ich hoffe nur, ich gehe richtig. Egal, irgendwo werden wir schon raus. What? Wie viel Schaden machen denn die? Habt ihr das gesehen? 7 mindestens. Crazy. Krass. Ich mache aber inzwischen auch echt viel Schaden. Kann man da lang gehen? Nee. Ah ja, der Ring, der das Schwert viel schneller chargen lässt, ist schon gut. Dadurch macht man öfter das Erdbeben und selbst wenn das nur ein Schwertschaden macht, mittlerweile ist das Schwert stark genug, dass sich das sogar wirklich lohnt, finde ich. Ja, genau, jetzt haut ihr wieder, ja genau, eure magischen Luftschläge. Oh Gott, dieses Spiel. Guckt euch den Scheiß an. Aber mich motiviert es gleichzeitig, dass ich... Ne, weil mit Landstalker habe ich ja quasi überhaupt keine Verbindung. Das ist einfach nur ein furchtbar unfaires Retro-Spiel, das ich nicht kannte. Aber es motiviert mich dazu, dass ich die furchtbar schweren, unfairen Retro-Spiele, die ich damals gespielt habe, vielleicht doch nochmal auspacke und endlich wirklich durchspiele. Die mich schon seit meiner Kindheit quasi jagen, verfolgen, heimsuchen. So wie Ghouls and Goblins, Ghosts and Goblins. Ich weiß gar nicht, welcher Teil... sowohl der NES als auch der Super Nintendo Teil. Einer von beiden ist näher an der Spielhallenumsetzung, aber ich weiß es nicht. Und die Minotauren sind wieder super schwach. Die machen mir fast gar keinen Schaden. Interessant. Naja, auf jeden Fall, ne? Wäre das schon cool. Oder auch Turtles in Time. Ohne Cheats könnte ich das leider nie durchspielen, obwohl ich es echt geliebt habe. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so super schwer, oder? Und es ist so ein genialer Side-Scroller-Brawler gewesen. Side-Scroller-Brawler ist cool. Ich mag die Minotauren. Die machen keinen Schaden. Die jubeln dauernd. Und freuen sich. Aber halten ein bisschen zu viel aus für meinen Geschmack. Aber sind halt riesige Stein-Minotauren. Was erwarte ich denn? Wäre auch komisch, wenn die aus Zuckerwatte wären. Wobei riesige Zuckerwatte-Minotauren wären natürlich noch besser. Okay, ich bin absolut nicht da, wo ich dachte, dass ich bin. Wie zur Hölle sind wir da hingekommen, wo wir jetzt gerade waren? Wie zur Hölle bin ich jetzt wieder am Eingang? Ich hab doch... Wann habe ich denn König Iolos Palast überhaupt jemals verlassen? Dass wir uns jetzt wieder rein teleportieren. Oder warte, teleportiere ich mich jetzt raus? Ach, das verstehe ich nicht. Die Musik suggeriert mir, dass wir uns rein teleportiert haben. Wieder, oder? Bin ich jetzt wieder im Dorf? Nein, warte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Bin ich jetzt die ganze Folge in die falsche Richtung gelaufen? Anscheinend. Ich meine, wir haben jetzt zumindest Geld. Du hast auch nicht recht. Okay, ich habe beschlossen, dass wir nicht mehr gegen Minotauren hier kämpfen. Weil wenn ich mich einfach durchboxe, verliere ich genauso viel Lebensenergie. Nein, ich bin tot. Nehmt das! Jetzt geht mal weg hier. Kommt, jetzt ist es nicht mehr lustig. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Aber ich dachte... Ich bin extrem verwirrt.
Gibt's hier wirklich keinen anderen Weg? Wartet mal, oben bei den Minotauren waren zwei Löcher an der Wand. Ich dachte ehrlich gesagt, die führen beide in den gleichen Raum, weil sie so nah beieinander waren. Möglicherweise stimmt das aber nicht. Jetzt müssen wir leider doch wieder alle töten. Aber dann gehe ich mal durch die andere Tür, die untere Tür. Oder ich bin jetzt durch die obere Tür gegangen vorher. Ja, weil die so dicht nebeneinander sind, dachte ich, die führen bestimmt einfach in den gleichen Raum. Aber wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, wie viel dieser Teile wir brauchen, um die Haupttür oben zu öffnen. Habe ich schon alle? Führt mich das Spiel deswegen hierher zurück? Ah, hier ist der Teleporter. Okay. Und hier sind drei Teleporter. Ich muss wahrscheinlich in drei unterschiedliche Bereiche des Dungeons die drei Schätze sammeln. Und bei jedem kriegen wir einen dieser Stachel, Objekte, Geschichten, Dinger. Okay, jetzt bin ich wieder irgendwo, wo es mir richtiger vorkommt. Turbo! Yeah! Hey, wir machen den Speedrun. Gibt's einen Landstalker Speedrun, wo die ganze Zeit die Turbo-Taste gedrückt... Das wär eindrucksvoll. Dass jemand das Spiel trotzdem noch perfekt spielen kann, obwohl er ununterbrochen die Turbo-Taste gedrückt hält. Ich würde es mir sofort anschauen. Das finde ich echt beeindruckend. Fände ich beeindruckend, wenn es das gäbe. Ich muss jetzt erstmal wieder hier die Löcher durchsuchen. Weil ich weiß echt nicht mehr. Ah, warte mal, hier ist der Speicherraum gewesen, ne? Das Speicherlabyrinth, genau. Gibt's beim Speicherlabyrinth noch einen anderen Weg? Ich meine, es gibt verschiedene Schalter beim Speicherlabyrinth, ne? Wer weiß, wo, was die bewirken. Vielleicht sollte ich mal versuchen, alle Schalter zu drücken. Ich meine, zwei habe ich jetzt gedrückt, ne? Irgendwie. Gibt's mehr? Ich werde mal schnell durchrasen. Da oben ist noch einer. Hier bin ich vielleicht ein bisschen schnell... Ah ja, da ist ein ungedrückter Schalter. Hier bin ich vielleicht beim ersten Mal ein bisschen schnell durch, weil ich dachte, das ist einfach nur das gemeine Speicherlabyrinth. Selbst das Speichern müssen sie einem noch erschweren. Ah, der bleibt nicht gedrückt. Aber es gibt doch eine Kiste in dem Labyrinth. Dann stelle ich die Kiste mal auf den Schalter. Muss ich nur die Kiste finden und danach den Schalter wieder finden. So, Kiste gefunden. Der Vorspulknopf ist so super. Also, ich meine, der Rückspulknopf ist ohne den. Also ohne den wäre ich schon. Da wäre ich schon in der Nervenheilanstalt bestimmt. Aber der Vorspulknopf ist der zweitbeste Knopf im ganzen Spiel. Dann kommt der Attacke-Knopf und dann der Springknopf. Okay, ich wollte nur sehen, dass das Ding wirklich leuchtet. So, okay. Gibt's noch Schalter hier? Oh, da ist jetzt eine Schatzkiste. Ist die neu? Ecke, Ecke. Naja, Ecke, Ecke können wir mittlerweile brauchen. Die Heilschuhe sind hier halt gerade echt super. So, ich glaube, es sind alle Schalter gedrückt, oder? Aber ist irgendwas passiert? Hat sich irgendwas verändert? Ich wüsste es jetzt nicht. Ich meine, außer die Ecke-Ecke-Kiste, die wäre mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, was nichts heißen muss. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich kann mir bei dem Spiel alles vorstellen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass ich die ganzen Schalter hier in diesem Labyrinth drücken muss, damit ich ein Ecke-Ecke kriege. Das wäre ein bisschen, das wäre sogar für das Spiel ein bisschen crazy. Gemein. Hallo Speichermönch. Na gut, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, die Schalter haben irgendwas bewirkt. Dann gehen wir jetzt mal wieder. Ja. Dann schaue ich mal nochmal in die anderen Löcher. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wohin führt. Was hier los war. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir jetzt nochmal anschauen.
Achso, warte mal. Jetzt habe ich... Ja, jetzt habe ich den... Den... Dann... Nee, dann... Dann mache ich nochmal den da auf. Genau. Irgendwann finde ich schon den einen Raum nochmal. Ah, stimmt. Das war ja die super gemeine Falle hier. Nein. Okay. So, wo kommen wir denn da hin? In einen sehr schönen Raum voller Eidechsen. Ich wollte gerade Insekten sagen. Ich weiß nicht warum. Weil sie nur Insekten im Vergleich zu mir sind. Und zwar ziemlich tödliche Insekten, auf die ich allergisch bin auch noch. Mein Gott, mit so unfair viel Reichweite. Ich frage mich, ob es da Strategien gibt, wie man wirklich gegen so Gegner wie die zum Beispiel oder auch die Skelette kämpfen kann, ohne dass man Schaden nimmt. Ich meine, es muss ja gehen. Ne? Es, normalerweise kann man ja nicht zurückspulen. Wahrscheinlich hat der, ist der... Okay, what the fuck? Hier war ich noch nicht. Wahrscheinlich ist das Kampfsystem in dem Spiel eigentlich voll deep. Wie wäre es mit ein paar Erdbeben, Gaia? Hier mache ich keine Erdbeben. Ach, wahrscheinlich muss ich irgendwas treffen für ein Erdbeben. Okay. Jetzt ich muss versuchen, auf den Augen zu landen. What the? Okay, cool, Schatz. Lebensenergie. What the actual fuck ist hier eigentlich los? Das ist ja schon wieder eigentlich eine coole Passage hier. Weil sie echt super weird ist einfach. Okay, gehen wir mal da rein. Das ist jetzt natürlich... ganz woanders, wo ich hin... wie ich... also was ich eigentlich... Das wäre ja witzig. Tja... soll ich einfach mal einen Schalterturm bauen? Wie wir das schon mal gemacht haben. Das Schlimmste an dem Spiel ist für mich, dass, wenn wir nicht vorankommen. Solange es irgendwie weitergeht, ist es schon in Ordnung. Ah ja, das funktioniert. Muss nicht gedrückt bleiben. Na dann, weiter. Auf in neue Gefilde. Oh, Kampfraum. Mal was ganz Neues. Yeah, Destoroyah ist wieder am Start. Moment mal, und jetzt bin ich hier? Ah, ich dachte, wir machen hier echt Fortschritt. Ich dachte, wir sind im Land des Progress angekommen. Und stattdessen sind wir jetzt wieder hier. Warum? Was machen wir denn hier? Ah, warte mal. Das ist gar nicht blöd. Okay, okay, okay. Oh Gott. Die meinen das ernst. Also, ne? Normalerweise, wenn in einem Videospiel was so und so's Labyrinth heißt, heißt das, es ist relativ linear und es gibt vier Abzweigungen mit Schätzen. Aber hier ist König Yolos Labyrinth wirklich König Yolos Labyrinth. Im Sinne von Labyrinth. Im Sinne von, mein Gott, was zur Hölle ist hier los? Man kennt sich nicht aus. Ah, halt, stopp. Da muss ich nicht runter. War da schon immer ein Schalter? Hm, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Nimm doch die Kiste schnell. Ich kann die Kiste leider nicht nehmen. Spulen wir zurück.
Ja, nochmal. Kann es sein, dass man nicht immer exakt den gleichen Schadenswert macht? Oder macht das Gaia-Erdbeben sogar noch weniger Schaden wie ein Schwerthieb? Nein, das ist, glaube ich, eher... Ich weiß es nicht, was es ist. Das ist komisch auf jeden Fall. So, schnell drüber Damage boosten. Ach, come on. Das schaffen wir. Ich weiß nicht, wie das Rätsel wirklich gedacht ist, aber mit einem ordentlichen Damage Boost konnten wir schon so manches lösen. Nein, ich glaube, das ist die falsche Abzweigung. Oh, Skelettkerl. Muss das jetzt sein hier? Ist gerade echt ungünstig. Da will ich, glaube ich, hin. Okay, genau. Und hier mit den Eisenschuhen über die Eisfläche gehen, haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? Bin mir nicht sicher. Jetzt kommt mal her, Leute. Hey, Eidechsen. Kommt mal her. Ich laufe noch ein bisschen mit meinen Gesundheitsschuhen rum. Nein, auf einmal charged er auf mich zu, der Hammel. Mein Gott. Warum ist denn das Spiel immer so? Warum ist denn das immer so? Ich habe übrigens mal einen Speedrun jetzt geguckt zu dem Spiel, aus Interesse. Und es gibt da extrem coole Glitches. Mit so Damage Boosts, die ich auch schon immer benutze, kann man halt wirklich irre Sachen machen. So verschlossene Türen sind in der Regel überhaupt kein Problem, solange sich im gleichen Raum Gegner befinden. Weil das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass man die als Plattform benutzt, damit man über verschlossene Türen drüber springt. Da ist das Spiel irgendwie komisch, weil die Wände über verschlossenen Türen zählen quasi nicht als Türen. Deswegen kann man da einfach oben über die meisten Türen drüber springen. Die Hälfte der Items werden gar nicht eingesammelt. Da geht einfach ne, Damage Boost, Damage Boost, Damage Boost. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man mit dem Turbo-Modus ziemlich schnell. Aber nee, kann man nicht. Okay. Eisenstiefel. Es gibt noch andere Stiefel scheinbar. What? Okay. Man kann anscheinend mit den Eisenstiefeln nicht über... Warum nicht? Da brauche ich wahrscheinlich nochmal andere... Ja, genau, die letzten fehlenden Stiefel brauchen wir wahrscheinlich, um hier rübergehen zu können. Oh Gott. Du blödes Spiel, du. Was machst du? Warum machst du das? Was soll denn das? Weil jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, jetzt sind wir einmal im großen Kreis gelaufen. Aber warte, bin ich dann auch nie darüber gegangen? Kann ich da nicht rüber... Aber das wäre wieder eine... Was weißt du nicht? Ah, jetzt bin ich tatsächlich wieder hier. Und wo geht's dann da lang? Aha! Da oben ragt ein einzelner Baum hervor. Bäume sind hier sehr selten. Und deswegen stehe ich hier Wache. Ja, und jetzt? Kann ich dich nicht umbringen oder so? Leute, wir machen jetzt Schluss für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich dabei zu beobachten, wie ich wahnsinnig werde. Und morgen werde ich diesen Zwerg hier verhauen und seinen blöden Baum fällen. Nein, ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich brauchen wir wirklich erst irgendein Item oder irgendwas. Keine Ahnung. Macht's gut. Ciao.